everybody, Mikey G hier am Mike und willkommen zurück zur Epic Fail Saga. Ja, meine Freunde, der Schluss der letzten Folge war ein bisschen sehr hitzig und vor allem ein Kontrast, wie er krasser nicht sein kann. Wir haben sehr viel Witz und Humor eigentlich in diesem Game, dass es sich nicht so sehr für voll nimmt, haben wir eigentlich schon gemerkt anhand verschiedener Dialoge, Animationen und subkulturellen Anspielungen. Aber dann so eine Albtraumszene reinzuhauen mit einem völlig fanatischen, bösartigen Hasenritter, dunklen Ritter in diesem Fall, ist schon ziemlich übel. Wir sind gerade frisch aufgewacht und naja, wir brauchen frische Luft. Ich würde sagen, wir versuchen mal, frische Luft zu finden. Wo könnte frische Luft zu dieser Zeit sein? Ein rares Gut um diese Zeit. Versuchen wir es doch mal draußen. Obwohl ich zuerst in den Keller gegangen wäre. Die kühle Waldluft tut gut. Alle Lichter sind erloschen. Scheinbar schläft das ganze Dorf tief und fest. Manometer, ganz schön kühl. Ich hab schon ganz steife Nippel. Ah. Ja, manche Sachen, ey. Was war das denn? Ich schau besser mal nach. Aus welcher Richtung kommt es? Folge deinen Nippeln. Oh mein Gott. Da stehen ja Fässer mitten auf dem Weg. Wer macht denn so einen Mist? Da hätte ich wohl... Da hatte wohl jemand Langeweile. Schiebe sie zur Seite oder schneide sie auseinander. Ja, da wollen wir nicht so lange verweilen. Tut mir leid. So. Können wir rennen? Natürlich nicht. Oh, der Dorfälteste und ein Kätzchen. Nun komm schon runter. Stell dich nicht so an. Der Hase macht mich auch nervös. Ich sagte den anderen, dass er hier nicht bleiben kann, da er gefährlich ist. Sie hätten ihn auf der Stelle fortjagen sollen, aber auf mich hört ja niemand. Und womit hätte ich das verdient? Das rechtfertigt deinen Hass auf mich? Was habe ich falsch gemacht? Du hast mich belauscht. Und bist fast nackt. Warum schleichst du nachts nackt durchs Dorf? Ich wusste, mit dir stimmt was nicht. Das ist mir jetzt aber peinlich. Bin ich doch glatt in meinen Liebeszelten unterwegs. Dabei wollte ich nur mal ein wenig frische Luft tanken. Es scheint mir so, als wäre mein Versuch, dir aus dem Weg zu gehen, gescheitert. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ich hasse dich nicht. Ach nein, den Eindruck habe ich aber nicht. Tu nicht so unschuldig. Du weißt doch selber, welche Grausamkeiten dein Volk begangen hat. Wovon sprichst du, alter Mann? Ich rede von dem Krieg, der dieses Land vor über 300 Jahren verwüstete. Wow, das hängt aber lange nach. Ich weiß von keinem Krieg. Ich weiß nicht einmal, was ich genau bin. Mein Junge, du bist ein Banitaner. Du dürftest überhaupt nicht existieren. Die Götter haben dein Volk vernichtet. Und nun spazierst du hier herum, als wäre nichts los. Ein Banitaner? Der Ritter in meinem Albtraum? Die Bilder, die er mir gezeigt hat, war das dieser Krieg? Wieso hatte ich diesen grässlichen Albtraum? Weshalb du auch immer auf Erden wandelst. Ich will nicht, dass du dieses Dorf zerstörst. Ich will nicht, dass meine Leute leiden. Das verstehe ich, aber sag mir... Bin ich wirklich so eine schreckliche Kreatur? Ich weiß auch nicht, wieso ich bin, was ich bin. Ich möchte mit diesem ganzen Mist überhaupt nichts zu tun haben. Du hast viel Gutes für mein Dorf getan. Das vergesse ich nicht. Aber ich kann nicht einfach ignorieren, dass du ein Banitaner bist. Dein Volk hat schreckliche Dinge getan. Das ist nicht deine Schuld. Das ist schon lange her, aber...
Das Böse, was einst dein Volk vergiftete, es könnte auch dich jederzeit heimsuchen. Du hast den Waldschrecken mit Leichtigkeit getötet. Was könnten wir schon gegen dich ausrichten? Wir wären machtlos und zum Tode verurteilt. Ich glaube dir, alter Mann. Ich denke, ich habe das Böse, von dem du sprichst, bereits gesehen. Ich denke, es wäre wirklich besser, wenn ich gehe. Denn ich mag deine Leute und wünsche ihnen kein Unheil. Deine Einsicht ehrt dich. Alter Mann, wenn ich morgen aufbreche, kannst du mir einen Rat geben, wohin ich gehen soll? Wenn du wissen willst, was du bist, dann reise nach Norden. Denn dort hatte dein Volk einst sein Reich. Dort wirst du Antworten finden. Du bist ja doch freiwillig vom Baum gekommen. Lass uns nach Hause gehen. Pass gut auf dich auf, mein Junge, und stürze die Welt nicht ins Chaos. Ich sollte jetzt auch zurück in mein Zimmer gehen, damit ich morgen aufbrechen kann. Oh boy. Am nächsten Morgen. Ratzinger scheint schon auf den Beinen zu sein. Heute ist der Tag des Aufbruchs. Ich sollte mich noch verabschieden. Kitzi ist bestimmt bei ihrem Bruder. Jupp. Vermutlich, Garn. Nimm dein Schwert. Sehr gut. Ich möchte diesen Leuten wirklich keine Probleme bereiten. Ich muss fortgehen. Ja. Ratzinger, wir werden das Dorf heute verlassen. Du kommst doch mit, oder? Seltsam. Mir schmerzt die Brust noch immer. Es war doch nur ein Traum, oder? Natürlich komme ich mit. Du kannst mich doch nicht allein in diesem Katzennest lassen. Ach, da war er. Zack. Yippie. Und wir sind wieder dran. Dann rennen wir mal schnell zu Kitzi. Die war bei Leo. Und Leo ist dort links oben. Wie ihr noch wisst. Hoffe ich. Oh ja, der wird schön gepflegt hier. Die Wunde ist gesäubert und verbunden. Außerdem habe ich sie erneut mit der Glühkirschentinktur behandelt. Mehr kann ich nicht tun. Bei dieser Art von Verletzung hilft meine Heilmagie leider nicht. Danke, Alma. Meinem Bruder wird es sicher schon bald besser gehen. Hoffen wir das Beste. Leo schafft das schon. Ich werde mich nun ins Dorfhaus begeben. Kitzi, bitte komme auch du etwas zur Ruhe. Wenn du dir zu große Sorgen machst, dann wirst du auch krank. Ich bin in Ordnung. Passe gerne auf meinen Bruder auf. Kitzi, schau, wer gekommen ist, um Leo zu besuchen. Eigentlich wollte ich Lebewohl sagen. Ich verstehe. Gan, bevor du gehst, komm doch zu mir ins Dorfhaus. Ich will über Magie reden. Magie? Ganz genau. Schau einfach bei mir vorbei. Ich lasse euch beiden dann mal alleine. Dupdidu. Hello there. Du sagst, du willst gehen? Wieso denn so früh? Du bist erst angekommen. Ich habe meine Gründe. Ich wäre gerne hier bei dir geblieben, aber es muss wirklich sein. Wenn du bleiben möchtest, dann bleib doch einfach. Ich würde mich sehr freuen. Geht es dir denn jetzt besser? Du könntest dich auch noch etwas ausruhen und noch ein paar Tage bei uns in Gato bleiben. Außerdem hast du mir gestern das Leben gerettet. Und auch im Lichtwald hast du mir geholfen. Aber bedankt habe ich mich nicht bei dir. Das tut mir unendlich leid. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann. Ach, ist schon gut. Du musst mir nicht danken. Nun, ich... Kitzi, ich beneide dich. Ja, ich beneide dich sehr.
dieses Gefühl. Man möchte sich fallen lassen, weil man weiß, dass man von jedem gefangen wird. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dieses Gefühl jemals hatte, als ich noch ein Mensch war. Ich habe mich seit jeher immer einsam und zurückgewiesen gefühlt. Die Menschen sind viel zu sehr damit beschäftigt, sich um sich selbst zu kümmern. Irgendwie war ich nie einer von ihnen. Ich habe keine Nähe zugelassen. Ich habe immer nur Kälte gefühlt. Mit jedem Herzschlag wurde es kälter. Ich dachte, ich würde unter einem Eisblock zerquetscht. Die Menschen haben ihre großen Erwartungen in mich gesetzt. Doch wollten sie nicht, dass ich Erwartungen in sie setze. Ich fühlte mich verloren. Das Einzige, das mich am Leben hielt, war mein Schwert und das Blut der Monster, die ich im Kampf an der Grenze niederstreckte. Gan, was meinst du? Wieso sollte mich jemand beneiden? Ich war im Wald nicht mal in der Lage, dir beim Kampf gegen den Waldschrecken zu helfen. Kämpfen ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Du hast viele gute Freunde. Dafür beneide ich dich. Wir sind doch jetzt auch Freunde. Außerdem mögen dich alle Leute in Gator. Ich meine, meine Freunde sind deine Freunde. Ich danke dir. Ich denke, ich werde nun gehen. Alma möchte mich auch noch sehen. Wie du willst. Besuch mich aber, wenn du in der Gegend bist. Versprochen? Ja, versprochen. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Na, hast du was zu Leo zu sagen? Nein? Du. Ja, Freunde. Ich muss gestehen, ich habe diese Folge nochmal von vorne angefangen. Für diese Folge, weil ich nicht speichern konnte und dazwischen eine Pause gemacht habe. Was nicht so tragisch ist, ich habe zwischendrin vorher noch kurz gelevelt, und zwar beide. Das sehen wir jetzt leider nicht mehr, weil ja unsere gute Kitsi nicht mehr in der Partie ist, aber Gan ist jetzt auf Level 5 und er hat eine Technik endlich gelernt, nämlich den Sichelhieb. Ja, das Kampfsystem zeige ich euch dann eventuell diese oder nächste Folge dann noch, wie das aussieht, denn wir haben ein sogenanntes Power Meter nämlich auch noch im Kampfsystem. Das zeigt, wie stark unsere Spezialtechniken später werden können. Ja, mehr ist da erstmal nicht zu machen. Bis auf die Tatsache, dass Kitsi 13 Talentpunkte am Ende hatte und ich ihr eigentlich Sachen hätte beibringen können, was ich aber nicht wollte, weil ich da auf euch warten wollte. Aber naja, es dauert wahrscheinlich erstmal wieder, bis wir sie wieder in der Partie haben. Schätze ich. Und für Gan brauchen wir noch ein Level. Und jetzt werden wir bald Zauber bekommen. Na, da freue ich mich jetzt schon. Da gehen wir doch glatt mal gucken, ne? Wo ist das Inn? Im Inn waren wir gerade. Ich meine natürlich das Dorfhaus. Das Haus, das im Dorf steht. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Beschreibung von einem Rathaus oder so. Dorfhaus, ist das hier? Wow, Volltreffer. Hey, Alma. What doing? Du willst uns also schon verlassen? Ja, ich muss gehen. Ich denke, du hast deine Gründe. Lass uns noch schnell über Magie reden, bevor du gehst. Aber ich weiß doch gar nichts über Magie. Da kann ich auch schlecht drüber reden. Können diese Leute wirklich zaubern? Du meinst, du bist noch nie mit einer Elementglyphe in Berührung gekommen? Ich, nun scheinbar nicht. Wie bitte? Wie konntest du den Waldschrecken besiegen, ohne einen Zauber zu wirken? Ich bin Schwertkämpfer und niemand, der etwas aus dem Hut zaubert. Darum geht es nicht. Jeder, der gegen Monster in den Kampf zieht, sollte etwas über Elementglyphen wissen. Du bist wirklich ein seltsamer Kerl. Du tauchst aus dem Nichts auf und hast noch nie eine Glyphe berührt. Ist das denn sowas Besonderes? Du tust ja so, als ob hier jeder Feuerbälle durch die Gegend furzen könnte. Mein lieber Gan, Zauber werden beschworen und nicht durch die Gegend gefurzt. Aber mach dir keine Sorgen, ich bringe dir die Grundkenntnisse bei. Zaubertutorial! Bing! Also, grundsätzlich gilt, jede Art von Elementarkraft
ist in deinem Körper bereits vorhanden. Allerdings ist diese Kraft unter Verschluss, da sie den Körper im schlimmsten Fall zerstören kann. Meinen Körper zerstören? Da habe ich aber schon keine Lust mehr auf Zauberei. Stell dich nicht so an. Dafür wurde ja schließlich die Glyphen erschaffen. Diese verhindern, dass alle Elemente gleichzeitig durch deinen Körperteile fließen. So richtig überzeugt hast du mich noch nicht. Pass auf, ich erkläre es dir. Nehmen wir zum Beispiel deinen linken Arm. Wenn dein Arm in Verbindung mit einer Wasserglyphe eingeht, dann wird dieser von der reinen Elementarkraft des Wassers durchströmt. Die anderen Elemente finden dort nun keine Möglichkeit mehr zu fließen, da sie von der Wasserglyphe blockiert werden. Aha, ich verstehe. Ich kann mich also von Kopf bis Fuß mit Glyphen bestücken und verhindere so, dass die Elemente eine Art Konkurrenzkampf in meinem Körper führen? Ganz genau. Es könnten verheerende Folgen haben, wenn Wasser und Feuer in deinem Arm zu kämpfen beginnen. Wenn ich mir meine Feuerglyphe dann an den Bei Kittigan, warum möchtest du deinen Feuerrune am Hintern haben? Na, wegen der Feuerwelle. Um eines klarzustellen, Glyphen lassen sich nur an gewissen Magika-Knoten mit dem Körper verbinden. Und die wären wo? Am linken und rechten Arm und linken und rechten Bein und deiner Brust. Du hast also nur diese 5 Punkte, um dich mit Glyphen zu verbinden. Das schränkt meine Kreativität aber ganz schön ein. Tja, aber so ist das nun mal. Du kannst dich aber jederzeit von den Glyphen befreien und sie an andere Körperteilen befestigen. Vielleicht tröstet dich das ja ein wenig. Du brauchst also nicht mit den Glyphen schlafen zu gehen, wenn sie dich stören. Ich zum Beispiel löse meine Glyphen jeden Abend. Dann weiß ich ja nun alles, was ich wissen muss. Nein, noch nicht ganz. Es gibt noch eine Kleinigkeit zur Glyphenkombination zu sagen. Was genau meinst du? Ich erkläre es dir anhand eines Beispiels. Wenn du deinen linken Arm mit einer Feuerglyphe verbindest und deinen rechten Arm mit einer Wasserglyphe, dann ermöglicht dir das, einen Zauber zu wirken, der beide Elemente vereinigt. Das bedeutet, beim Verbinden von 2 unterschiedlichen Glyphen kann ich 3 verschiedene Zauber wirken? Genau. In diesem Fall wäre es Ignis, Feuer, Aqua, Wasser und eine Kombination aus beiden. Und wie sieht es aus, wenn ich dieselbe Glyphe zweimal verbinde? Du meinst zum Beispiel zweimal Feuer? Ja, und genau sowas dachte ich. Dann erhältst du nur 2 Zauber. Das Element wird jedoch gesteigert. Bei 2 Feuerglyphen wären das Ignis, Feuer und Ardor, Hitze. Eine solche Verbindung macht besonders bei Monstern Sinn, die das Feuer fürchten. Ja, ich verstehe. Elementglyphen sind wirklich eine spannende Sache. Ich möchte mich noch persönlich bei dir bedanken, weil du den Jägern geholfen hast. Bringe mir die Trophäen von einer magieberührten Kreatur und ich erstelle dir eine Glyphe daraus. Das klingt wirklich gut, aber woher bekomme ich solche Trophäen? Soweit ich weiß, hast du eine solche bereits bei dir. Oh, du meinst diesen Keilerauer, oder? Ganz genau. Ich kann dir diese Trophäen in Elementglyphen umwandeln. Ich empfehle dir, eine Lichtglyphe zu erstellen, denn viele Kreaturen die hier leben, meiden das Licht. Jeder Boss wird am Ende des Kampfes eine zur Umwandlung geeigneten Trophäe hinterlassen. Buja! Genau. Wir können das tatsächlich wählen. Das finde ich cool. Das finde ich sogar wirklich richtig cool. Aber wir gehen ihrer Empfehlung nach. Glyphenschmieden. Buja! Du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Alma, ich danke dir. Und steh nicht so viel in dunklen Korridoren rum mit deinen Haaren vorm Gesicht. Alma, du musst schnell mitkommen. Irgendetwas stimmt nicht mit Leo. Es geht ihm furchtbar schlecht. Das kann doch nicht stimmen. Ich war gerade noch bei ihm. Wieso verschlechtert sich sein Zustand so plötzlich? Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich muss zu ihm.
Wie es scheint, haben die Leute diese Angelegenheiten auch nicht überstanden. Ich sollte trotzdem gehen. Der Älteste sagte, dass ich eine ernstzunehmende Gefahr bin. Ich möchte nur ungern herausfinden, ob das wirklich stimmt. Keiner sollte hier noch zu Schaden kommen. Oh well. Einige Zeit später. Nun ja, Freund, und was einige Zeit später passiert, das sehen wir das nächste Mal bei der Epic Fail Saga. Für noch mehr Videos, klickt die Links hier unten. Und bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio.